Guten Tag, mein Name ist Rolf Gefgen. Ich möchte heute Ihnen ein Buch vorstellen, das ich vor circa 10 Jahren veröffentlicht habe: Seeleute vor Gericht, maritime Erinnerungen eines Seeleuteanwaltes. Da mag man sagen, ja, das liegt ja weit zurück, deswegen ist es nicht mehr aktuell. Nein, es ist genau falsch, denn das, was hier geschildert wird, ist zwar nicht aktuell, aber es ist nicht erst seit 10 Jahren Geschichte, sondern schon wesentlich länger. Eine deutsche Seeschifffahrt, deutsche Seeleute, deutsche Flagge innerhalb der Seeschifffahrt gibt es schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Und so ist dieses Kapitel auch der Arbeitsbedingungen, der Sozialgeschichte der deutschen Seeschifffahrt gewissermaßen erledigt. Und als erledigtes Kapitel schildere ich auch diese einzelnen Vorgänge. Das betrifft Richter genauso wie beim Arbeitsgericht dann mit diesen Dingen zu tun hatten, wie die Prozessbevollmächtigten und dergleichen mehr. Die Namen sind etwas verändert, aber jeder, der damals mit diesen Sachen zu tun hatte, wird ungefähr wissen, um wen es sich dabei handelt, obwohl es ist, wie gesagt, schon eine gewisse Zeit her. Es ist Geschichte. Es ist Geschichte einerseits und es ist andererseits eine Geschichte auch von ausbeuterischen Verhältnissen, wie sie damals auch an Bord von deutschen Seeschiffen existierten. Ich erinnere nur an die sogenannte Reedereigruppe Edwin Reith. Edwin Reith war ein Reeder, der sich auszeichnete durch besonders ausbeuterische Methoden an Bord seiner Schiffe. Er hatte trotzdem das Bundesverdienstkreuz, damals die Westdeutsche Bundesrepublik, die dafür zuständig war, das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen für die sozialen Belange, seinen Einsatz für die sozialen Belange der Seeleute. Da fragten sich natürlich vor allen Dingen die Seeleute, wie sowas möglich sei. Aber das war schon immer so, dass es also den Leuten an Land nicht so sehr darauf ankam, wie es den Seeleuten ging, sondern die wollten nur die Windjammerparaden und die schönen Schiffe sehen. Sein Einsatz für die sozialen Belange der Seeleute dokumentierte sich in einem Gerichtsurteil des Amtsgerichts Hamburg, das ungefähr um dieselbe Zeit wie diese Bundesverdienstkreuzverleihung erging, und in diesem Urteil wurde er zu 100.000 deutschen Mark Geldbuße verurteilt, weil er massiv gegen die Verpflegungsrolle verstoßen hatte. Verpflegungsrolle, das waren und das sind die Mindeststandards für die Verpflegung von Seeleuten an Bord von Schiffen. Das kann man sich denken, wenn also an Bord von Schiffen die Verpflegung stattfindet, dann haben die Seeleute ja gar keine Möglichkeit, sich woanders Verpflegung zu besorgen. Also muss auf Gesundheit, auf Hygiene und dergleichen mehr in ganz besonderer Weise geachtet werden. Aber ich schildere auch einen solchen Fall in diesem Buch. Es wurde seitens der Reederei massiv dagegen verstoßen. Es gab teilweise gar nichts und wenn nur dann ganz vergammeltes Fleisch oder Brot an Bord zu essen. Aber was es im ausreichenden Maße gab, das war Bier, das war Alkohol. Also so viel zur Seriosität dieser Reeder. Das war keineswegs der einzige Reeder, der sich unrühmlich in die Geschichtsbücher der deutschen Seeschifffahrt eingetragen hat. Dass darüber wenig gesprochen wird, dass wir immer noch und immer wieder und vor allem auch jetzt durch Windjammerparaden und Friede, Freude, Eierkuchen Veranstaltungen in einen Taumel versetzt werden, wenn es um die deutsche Seeschifffahrt geht und keiner von den sozialen Verhältnissen und Bedingungen spricht, unter denen Seeleute zu leiden hatten oder heute noch zu leiden haben, wenn es um ausländische Flagge geht. Davon ist nicht die Rede, aber davon ist die Rede in meinem Buch. Dieses Buch ist allerdings ein Kapitel der westdeutschen Seefahrtsgeschichte. Die ostdeutsche Seefahrtsgeschichte ist ganz anders. Da kann man rumreden, wie man will. Ich habe das erfahren, als ich eine Lesung kurz nach Erscheinen des Buches in Rostock durchgeführt hatte. Da war eine Vielzahl von ehemaligen Seeleuten der deutschen Seereederei Rostock. Und die haben mir ganz offen gesagt, sie können eigentlich mit diesen Geschichten nichts anfangen. Das entspricht nicht ihrer eigenen Erfahrung. Sie hätten ganz andere Erfahrungen gesammelt. Das muss man dazu sagen. Es ist eine gespaltene Geschichte der deutschen Seeschifffahrt, auch wenn wir die Wiedervereinigung seit einigen Jahren haben. Aber es ist eine gespaltene Geschichte, weil es unterschiedliche Erfahrungen gab. Ich schildere hier mal in einem kurzen Kapitel, das ich jetzt vorlesen möchte, die Situation dieses einen Reeders, der also versuchen möchte, seine Seeleute weiterhin über den Tisch zu ziehen, welche Möglichkeiten er hat und ob er dabei erfolgreich war oder nicht. Das Ganze ist komprimiert, weil ich natürlich nur einen Teil vorlesen kann. Er ruft den Vertreter des Verbandes Deutscher Reeder, Herrn Lindenmann, an und bittet um eine Auskunft. Sein Sitz, also der Sitz seiner Reederei, ist in Elsfleth an der Weser bei Brake und gehört bekanntlich zum Oldenburgischen, wie man gemeinhin sagt. Ja, was gibt's, Herr K.?
K ist dieser Rede. Scheint in Elsfleth auch die Sonne? K hasste diese dummen Fragen. Sonne auch in Elsfleth. Was sollte das? Es war doch immer das Gleiche mit den Leuten aus Hamburg. Alles, was ein bisschen weiter westlich lag, war für sie Ostfriesland. Und warum nicht auch gleich Bremen zur Hauptstadt von Ostfriesland erklären? Den Hamburgern würde er das zutrauen. Aber er konnte diese kleinen regionalen und lokalen Arroganzen nicht länger nachhängen. Das Telefonat war zu wichtig und so kam er gleich zur Sache. Also, ich meine das Thema Umflaggung. Sie wissen ja, wir sind nicht in der Tarifgemeinschaft. Und Sie hatten damals gesagt, dass unsere Filipinos keinen Anspruch auf die Tarifheuer haben. Und wenn wir wieder unter deutscher Flagge fahren, dann sei die ITF auch außen vor. Die ITF, die Internationale Transportarbeiterföderation, die eben dann hin und wieder Boykottaktionen gegen solche Schiffe durchführte. Das hatten Sie gesagt. Ja, das stimmt. Ich wollte mich nochmal vergewissern. Ja, also ganz recht. Ich habe aber auch gesagt, es gäbe Ausnahmen. Welche? Ja, wenn die Seeleute in die ÖTV eintreten, also die Deutsche Seeleutegewerkschaft, dann haben sie einen Anspruch auf die Tarifheuer. Das ist unwahrscheinlich. Wir haben ja über die Agentur in Manila die Seeleute bekommen und da war von vornherein Bedingung, dass die nicht der Seeleutegewerkschaft beitreten. Außerdem hat die Agentur einen ganz geschickten Runner. Ach, Sie meinen Dante? Ja, ganz recht. Ich denke, der hat die im Griff. Wer in die Gewerkschaft eintritt, kann bei ihm gleich das Rückflugticket abholen. Außerdem sind die ja noch nicht so lange bei uns. Haben die überhaupt eine Aufenthaltserlaubnis? Nach gegenwärtiger Rechtslage, so Lindenmann, sind Seeleute nicht aufenthaltserlaubnispflichtig. Der Aufenthalt ist nur so lange legal, solange das Seefahrtsbuch gültig ist und der Heuervertrag wirksam. Naja, dann ist ja alles gut. Was haben Sie jetzt konkret vor? Ja, wir werden die Hunde zurückflaggen. Hunde, Schiff. Und dann zahlen wir heuer nach unserem eigenen Tarif. Ich habe mich erkundigt, was die auf den Philippinen auf den Schiffen verdienen. Das ist bei uns allemal mehr. Na, hoffentlich geht das gut. Es muss gut gehen. Jedenfalls sind wir dann die ITF vom Heiz. Ja, das sind sie. Davon können Sie ausgehen. Außerdem glaube ich nicht, dass die ÖTV in Elsfleth großartig etwas unternimmt. K. dachte schon wieder diese regionale Arroganz. Was hatte das Schiff mit Elsfleth zu tun? Nach Elsfleth kam es ohnehin nicht. Und wenn es überhaupt nach Deutschland kam, so fuhr es Bremerhaven oder Hamburg an. Aber K. hatte jetzt genug gesprochen und verabschiedete sich höflich von Lindenmann. Und dann kam, wie es kommen musste, es kam zu einem Prozess. Nicht deswegen, weil die Seeleute sich sicher waren, dass sie zu niedrig bezahlt wurden, sondern weil sie unbedingt die ÖTV-Heuer, so nannten sie das, bekommen wollten, auf die sie aber unmittelbar keinen Anspruch hatten. Aber die Frage war eben, vielleicht hätten sie doch einen Anspruch, nämlich den, der sich daraus ergibt, dass diese 171 Dollar schlicht und ergreifend nach deutschem Recht sittenwidrig waren. Ein Mindestlohn gab es damals noch nicht, sie waren sittenwidrig. Und ja, wenn ein Lohn sittenwidrig ist, dann ist er unwirksam und dann muss an die Stelle dieses Lohns ein anderer Lohn treten. Sei es jetzt der Tariflohn oder sei es die Durchschnittsheuer. Und so war es dann hier auch in diesem konkreten Fall. Der Vorsitzende Richter ergriff das Wort, gut, aber Sie wollen offensichtlich doch hier bleiben, die Seeleute, und niemand kann es Ihnen verwehren. Jedenfalls halten Sie sich jetzt hier auf. Und damit unterscheidet sich für mich deren Anwesenheit an Bord nicht mehr prinzipiell von einer Anwesenheit an Land. Das wurde ja immer argumentiert vor den Rädern. Auf See ist alles anders. Auf See ist nie was so wie ein Land. Also möglichst eben halt Ausnahmezustand, Seeschifffahrt etc. Was ja der Gesetzgeber später auch mit seinem internationalen Schifffahrtsregister durchgesetzt hat. Aber das ist eine andere Sache. Von 171 Dollar kann kein Mensch leben. Und was für ein Lebensstandard auf den Philippinen herrscht, Herr Lindemann, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Im Übrigen glaube ich, und nun wurde Dr. Graf etwas kühn in seinen Ausführungen, hätte der Gesetzgeber die Auswirkungen der Globalisierung im Bereich der Seeschifffahrt gekannt, so hätte er diese Grenze gerade auch auf diesen Fall angewandt wissen wollen. Hat er aber nicht. Aber vor dem Hintergrund dieser Aktualität ist die Vorschrift auszulegen, Herr Kollege, wandte Rechtsanwalt R. jetzt ein. Lindenmann sah seine Fälle wegschwimmen. Es dämmerte ihm, dass keine Chance mehr bestand, den Prozess zu gewinnen. Er wusste, er hatte an die Verbandsmitglieder zu denken. Sein Aufgabenfeld war schließlich nicht nur das Recht, sondern auch die Politik. Es galt unter allen Umständen, eine Ausweitung des Tarifvertrages auf dem Umweg eines Oldenburger Urteils zu verhindern. Das wäre, da war er sich sicher, im Übrigen auch im Interesse der Gewerkschaft. Wo käme man denn hin, wenn philippinische Seeleute, ohne deren Mitglied zu sein, am Tarifvertrag partizipieren würden? Und so machte Lindenmann einen Einwand, der bereits einen Rückzug signalisierte. Gut, also wenn ich mal auf das Thema der üblichen Vergütung kommen darf, Herr Vorsitzender, dürfen Sie, bitte sehr. Also eine sittenwidrige Heuer wird durch die übliche Heuer ersetzt. Das will der Gesetzgeber so.
Dr. Graf, der Vorsitzende, und Rechtsanwalt R. nickte nun. Lindemann hatte es tatsächlich erfasst. Welche Kehrtwende? Üblich ist aber nicht die Tarifheuer, jedenfalls nicht empirisch. Was dann? Es ist die Durchschnittsheuer, die die Seeberufsgenossenschaft und die der Seekasse zur Berechnung von Krankengeld und sonstigen Leistungen dient. Sie orientiert sich am üblichen Einkommen der deutschen Seeleute. Was sagen Sie dazu? Fragte Dr. Graf, jetzt Rechtsanwalt R. Also, Herr Vorsitzender, im Gegensatz zu Herrn Lindemann mache ich keine Tarifpolitik. Ich will für meine Mandanten eine angemessene Vergütung erreichen. Wenn das nicht die Tarifheuer ist, so what, sondern die Durchschnittsheuer, bitte sehr, daran soll es nicht scheitern, zumal beide kaum voneinander abweichen. Ja, dann lassen Sie uns doch mal rechnen, meine Herren. Und dann wurde gerechnet und man war bei einem Betrag schließlich von 150.000 Euro, allerdings 950.000 deutschen Mark, nicht vergessen, Euro gab es damals noch nicht. Aber dann hakte Rechtsanwalt R. nochmal wieder ein und verwies auf das Kündigungsschutzgesetz. Wir brauchen ja wohl nicht weiter zu vertiefen, dass das Kündigungsschutzgesetz in diesem Falle gilt. Und dass die Behauptungen über Messerstechereien und Ähnliches alle nicht greifen, ist ja wohl auch kein ernsthaftes Thema mehr, oder? Warum, wollte der Vorsitzende wissen. Hier, Vorsitzender, allein in drei Fällen, ich meine, beim vierten ist es ähnlich, habe ich ein englischsprachiges Zeugnis vorliegen, worin den Klägern vom Kapitän eine gute Führung bestätigt wird. Wohlgemerkt von demselben Kapitän, von dem die Eintragungen im Schiffstagebuch und die unterzeichnete Kündigung stammen. Und die Zeugnisse wurden danach erstellt, nicht davor. Hier, sehen Sie selbst. Und da nahm man Einsicht und in dem Ergebnis dieser Einsichtnahme erhöhte sich dann der Zahlungsbetrag noch einmal um die entsprechenden Abfindungsbeträge für die vier Seeleute, sodass am Ende eine Gesamtsumme für die Reederei von 170.000 deutschen Mark im Wesentlichen Nachzahlung von heuer entstand. Und es wurde ein Vergleich geschlossen, es kam nicht zu einem Urteil. Das Urteil, das wäre ja genau das gewesen, was der Verbandsvertreter verhindern wollte. Die beiden Seeleute, die anwesend waren, waren überglücklich, wollten es zuerst gar nicht fassen. Gleichwohl sprachen sie ein Thema an, das tatsächlich durchaus hierher gehörte, nämlich die Frage nach ihrem Aufenthalt. Es gibt zwei Möglichkeiten, antwortete Rechtsanwalt R. Wir ziehen das Verfahren durch, dann stellt sich die Frage, wovon leben Sie? Anspruch auf deutsches Arbeitslosengeld haben Sie nicht, Sozialhilfe dürfen Sie nicht in Anspruch nehmen, sonst werden Sie sofort ausgewiesen. Dann gewinnen wir irgendwann den Prozess und Sie müssen dann weiter beschäftigt werden. Aber wie lange wird dieses Verfahren dauern? Umgekehrt haben Sie so die Möglichkeit, ein neues Schiff unter deutscher Flagge zu suchen und sich dann hier niederzulassen. Eine Möglichkeit, die es heute nicht mehr gäbe. R. versuchte es Ihnen so deutlich wie möglich in englischer Sprache zu erklären. Die beiden waren zufrieden und wollten über das Ergebnis so schnell wie möglich ihren Freunden und Kollegen berichten. Von der nächsten Telefonzelle direkt an der Weserkaje in Brake, wo der Gerichtstag des Arbeitsgerichts Oldenburg war, versuchten die beiden, einen der Kollegen zu erreichen. Es gelang ihnen schließlich. We won the case. Am anderen Ende der Leitung konnte man es nicht fassen. In Oldenburg. There was a nice judge. Das Buch kann für immerhin bloße 10 Euro erworben werden. Es gibt den NW-Verlag in Bremerhaven nicht mehr. Es kann aber bei uns bestellt werden, beim VAR-Verlag. Die E-Mail-Adresse lautet info@verlag.var.de. Ein Wort, verlag.var.de. Nicht die Bestelladresse vergessen, sodass gesichert ist, dass das Buch auch tatsächlich ankommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.